Salut, bienvenue bei Fit für Franze. Kannst du bitte mal ein Video zu Ausdrücken und zum Vokabular machen, das man bei einem Schüleraustausch in einer französischen Gastfamilie gebrauchen kann? Dieser Wunsch erreicht mich aus dem Kreis unserer Follower. Klar, mache ich gern. Ich zeige dir die absolut überlebensnotwendigen Wörter und Sätze und mit welchen Tricks du dir helfen kannst, wenn du mit deinem Schulfranzösisch einfach am Ende bist. Allons-y, los geht's! Wenn du bei der Begrüßung mit einem zögerlichen Bonjour Madame, Bonjour Monsieur noch etwas unsicher bist, sorgen deine Gasteltern sicher dafür, dass das Eis gebrochen wird. Tu peux nous tutoyer, Jonas, pas de problème, alors je suis Philippe et c'est Chantal. Du kannst uns duzen, Jonas. Tutoyer quelqu'un, jemanden duzen. Voici ta chambre et la salle de bain. Fais comme chez toi, Jonas. Fühle dich wie zu Hause. Fais comme chez toi. Merci, c'est gentil. Denk dran, merci, s'il te plaît und s'il vous plaît immer, wo es geht, zu gebrauchen. Das macht man so in Frankreich und das wird auch so erwartet. Die ersten Stunden mit deinem oder deiner Choresse in der Gastfamilie sind natürlich für dich aufregend und anstrengend. Bestimmt möchtest du gleich mit zu Hause kommunizieren. Est-ce que vous pouvez me donner le code Wi-Fi, s'il vous plaît? Könnt ihr mir bitte den WLAN-Schlüssel geben? Oder du fragst, quel est le mot de passe du Wi-Fi, s'il vous plaît? Wie heißt das Passwort für das WLAN, bitte? Und in deinem neuen Reich musst du dich ja auch erst einmal zurechtfinden. Wenn du etwas brauchst, sagst du, est-ce que je peux avoir? Je voudrais bien. Il me faut. Une serviette, ein Handtuch. Un oreiller, ein Kopfkissen. Die Franzosen haben meistens nur eine unbequeme Nackenrolle. Das nennt man un traversin. Une couverture, eine Decke, falls du oft frierst. Du gel douche, Duschgel. Du savon, Seife. Un sèche-cheveux, ein Föhn. Und denk dran, immer ein s'il vous plaît oder ein s'il te plaît dran zu hängen. Est-ce que je peux mettre mes affaires dans l'armoire? Kann ich meine Sachen in den Schrank legen? Où est-ce que je peux laisser le linge sale? Wo kann ich die schmutzige Wäsche lassen? Und ganz bestimmt stellst du fest, dass du etwas daheim vergessen hast. Zut, j'ai oublié le chargeur, das Ladegerät für Smartphone. Le câble chargeur, das Ladekabel. Mit Glück hat jemand ein kompatibles Teil da. Mon brosse à dents, meine Zahnbürste. Le dentifrice, die Zahnpasta. Wenn dir jetzt noch mehr einfällt, was du schon mal auf einer Reise vergessen hast, schreib mir das doch mal unten in den Kommentar, bitte. Die anschließende gemeinsame Mahlzeit in deiner Gastfamilie ist eine tolle Gelegenheit, die französische Esskultur zu erleben. Denn neu, ungewohnt und anders bedeutet ja schließlich nicht schlecht. Biete gern deine Hilfe an. Est-ce que je peux vous aider? Je peux mettre la table? Kann ich den Tisch decken? Un verre, ein Glas. Une assiette, ein Teller. Un couteau, ein Messer. Une fourchette, eine Gabel. Une cuillère, ein Löffel. Im Gegensatz zu Deutschland isst man in Frankreich erst recht spät zu Abend, aber es gibt dann ein warmes Abendessen. Man isst nicht alles zusammen, sondern zum Beispiel einen Salat separat. Wenn dir etwas gut schmeckt, sagst du, c'est délicieux, das ist lecker. Délicieux, délicieuse, lecker. La mousse au chocolat est délicieuse. Über Lob freut sich deine Gastmutter besonders. La soupe est très bonne. Die Suppe ist sehr gut. J'aime les pâtes. Ich mag die Nudeln. Wenn dir dann noch ein Nachschlag angeboten wird, nimmst du den gern an mit Oui, merci, je veux bien. Aber du darfst und du solltest auch zum Ausdruck bringen, wenn du etwas nicht so gern magst. Je n'aime pas tellement le poisson. Ich mag Fisch nicht so gern.
Nach dem Hauptgericht wird dir in Frankreich oft Käse angeboten. Wenn das nicht dein Ding ist, sagst du: Merci, c'est gentil, mais je ne prends pas de fromage. Das ist nett, aber ich nehme keinen Käse. Je n'ai pas l'habitude de manger du fromage après le repas. Ich bin es nicht gewohnt, nach dem Essen Käse zu essen. Und wenn du mit Wurst und Fleisch Probleme hast: Je suis végétarien ou je suis végétarienne. Je ne mange pas de viande. Ich bin Vegetarier oder Vegetarierin. Ich esse kein Fleisch. Deine Gasteltern meinen es gut und sind stets besorgt, dass du nicht satt wirst. Aber genug ist genug. Merci, je n'en veux plus. Danke, ich möchte nichts mehr. Je n'ai plus faim. Ich habe keinen Hunger mehr. Oder wenn du die Wahl hast: Non merci, je préfère le gratin. Wenn du deinen Kores bittest, dir etwas zu reichen, sagst du: Tu me passes l'eau, s'il te plaît. Reichst du mir bitte das Wasser? In unserem oben verlinkten Video à table findest du weitere Formulierungen zum Thema Essen. Die gemeinsamen Mahlzeiten sind in Frankreich immer die Gelegenheit zu ausgiebigen Gesprächen. Erzähle also unbedingt auch von deiner Familie, von euren Gewohnheiten beim Essen, von typischen deutschen Gerichten. Das interessiert deine Gastgeber sehr. Wie man über seine Familie spricht, haben wir ebenfalls in dem oben verlinkten Video dargestellt. Okay, sagst du jetzt, ich bin doch kein lebendes Franze-Wörterbuch, oder? Wo soll ich denn den ganzen Wortschatz hernehmen? Franzosen sprechen oft viel zu schnell und benutzen dabei Wörter, die du nicht kennst. Sag also ruhig deinen Gastgebern, wenn du etwas nicht verstanden hast: Je n'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Kannst du das bitte wiederholen? Je ne comprends pas le mot belle-sœur. Tu peux m'expliquer ce mot? Ich verstehe das Wort belle-sœur nicht. Belle-sœur ist übrigens die Schwägerin. Kannst du mir das Wort erklären, bitte? Wenn du etwas erklären möchtest, aber das Wort nicht kennst, kannst du zu Ersatzlösungen greifen. Das funktioniert wie folgt. Du könntest zum Beispiel das Wort Zahnpasta so umschreiben: C'est une sorte de crème pour les dents. Oder du gibst eine Erklärung zum Beispiel für das deutsche Wort Lebkuchen: Chez nous, c'est un petit gâteau de Noël. Oder du vergleichst: C'est un peu comme nager, mais sous l'eau. Das wäre das Verb tauchen. Oder du erklärst etwas mit dem Gegenteil: C'est le contraire de vite. Das müsste also das Wort langsam sein. C'est un truc pour. Das ist ein Ding zum, funktioniert auch fast immer. C'est un truc pour promener un chien. Das wäre wohl was. Eine Hundeleine, oder? Dass man manchmal auch ins Fettnäpfchen treten kann, haben wir mal in dem oben verlinkten Video der Faux Amis, der falschen Freunde, erklärt. Bestimmt werdet ihr alle viel Spaß haben, denn auch deine Gasteltern und dein Kores müssen bestimmt mal die ein oder andere Verrenkung machen, um dir etwas zu erklären. Aber so ein Aufenthalt, das muss man auch mal sagen, ist nicht immer nur eitel Sonnenschein. Wenn es dir mal nicht so gut geht, sagst du: Je ne me sens pas bien. Ich fühle mich nicht gut. J'ai mal à la tête. Ich habe Kopfschmerzen. J'ai mal au ventre. Ich habe Bauchschmerzen. Falls du allergisch gegen etwas bist, solltest du das sofort am Anfang deines Aufenthaltes sagen: Je suis allergique aux noix. Ich bin allergisch gegen Nüsse. Être allergique à quelque chose, gegen etwas allergisch sein. Und wenn es doch mal schlimmer kommt: Un pansement kann ein Pflaster, aber auch ein Verband sein. Aber vielleicht sehnst du dich auch nur nach zu Hause. J'ai un peu le mal du pays, ma famille me manque. Ich habe etwas Heimweh, meine Familie fehlt mir. Aber eigentlich sollte es bei einem Frankreich-Aufenthalt dazu gar nicht erst kommen. Es gibt ja so viel Abwechslung.
Du wirst mit deinem Kores oder deiner Kores ganz bestimmt viel Spaß haben. Nutze die Zeit und unternimm viel mit deiner Gastfamilie. Geh zusammen in einem französischen Supermarkt einkaufen oder auf ein Fête de la Musique. Du wirst jeden Tag neue Wörter lernen und bestimmt unbedingt bald wieder zurück nach Frankreich wollen. Hast du schon mal einen Schüleraustausch in einer Gastfamilie gemacht? Schreib uns doch mal gerne in den Kommentar, was du da alles so erlebt hast und wie es für dich war. Schau dir doch gleich im Anschluss auch noch die hier verlinkten Videos an. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über deinen Like und dein Abo für deine bessere Note in Französisch. Merci de ta confiance et à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Fit für Franze.